Matchblatt und siehe da, die Nummer 7 spielt. Hier betreten Kasamium Konsorten die Basler Bühne. Trainerrahmen gibt seinem Mittelfeldmann die Chance zur Wiedergutmachung. Und Kasami gleich mal tüchtig fädelt den ersten Basler Angriff ein. Hübscher Pass auf Esposito. Oho, entzückt schon wieder. Der junge Italiener Servet Sasso vereitelt aber den Basler Prachtstart. Das Heimteam hat Bock. Wiffer Auftakt. Zegrova überlässt Esposito. Flanke kommt. Cabral. Ja, ja, Basel will seinem Publikum wie schon in der Vorwoche bei der Sion Gala etwas bieten. Servet wird überrollt. Wieder die Basler. Wieder mit Zegrova. Findet Esposito. Der setzt den Ball knapp neben das Tor und der FCB, der wirbelt so schnell, hetzt gar den Regisseur. Während er uns diese Slow-Motion-Bilder zeigt, kreieren die Basler schon die nächste Chance. Kasami, Cabral, bumm, Basel führt, 19. Minute. Arthur Cabral, fünftes Tor im sechsten Pflichtspiel. Aber wie kam es zustande? Servet in der eigenen Zone unter Druck gesetzt, Zegrova übernimmt, beruhigt danach. Und bedient schließlich Kasami, der weiter zu Cabral drin. Kasami gelingt die Wiedergutmachung mit diesem Assist für Cabrals Führungstor. Servet spielt bislang nur die zweite Geige und dann gesellen sich zu den Resultatsorgen auch noch personelle. Offensivkraft Rodler verletzt sich ohne Fremdeinwirkung, geht nicht weiter für ihn. Antunes kommt. Bald steht Kasami wieder im Fokus, diesmal aber nur aufgrund seines Mundwerks. Dann mal Servet, das in der Geschichte der Super League noch nie ein Spiel in Basel gewann. Das ist Vals, sucht Kollege Kjei, versucht den Ibrahimovic. Der Skorpion sticht aber nicht zu. Kurz vor der Pause wieder Basel. Einmal mehr über rechts, über Zegrova. Esposito sucht Cabral drin oder doch nicht? Eieiei. Wir schauen nochmals hin und sehen, dass der Ball zu keinem Zeitpunkt die Torlinie überquert. Schiedsrichter Piccolo wird trotzdem zum Bildschirm gebeten und zwar wegen eines Handspielverdachts. Und Sasso, der Mann links, begeht tatsächlich eines, vereitelt damit eine offensichtliche Torchance, gibt deshalb Elfmeter für Basel und Rot für Sasso. Cabral macht sich auf, um diesen Elfmeter zu verwandeln. Und Cabaret Cabral unterhält weiter. Doppelpack für den Brasilianer. Tipptopper Halbzeit für den FC Basel. Nicht so für Servet, Goli Frick bedient. Zweite Hälfte beginnt mit einem Basler Schaudern. Zegrova tut sich in dieser Szene weh, muss draußen behandelt werden. Ball zeichnet sich ab, dass es für den Wirbelwind nicht weitergeht. Die Kollegen, die tragen derweil den nächsten Angriff vor. Ball kommt in den Strafraum, Umschnitt zur Unzeit. Da sind wir wieder, Stocker, Cabral, wieder er. 50. Minute. Via Kasami und Stocker kommt der Ball zu Cabral, dem Mann mit den Traumwerten. Ist sein sechstes Pflichtspiel, steht schon bei 7 Toren und 5 Assists. Wahnsinn. Servet chancenlos. Jetzt mal ein Auflehnungsversuch mit Stevanovic rüber zu Diallo. Ja, schlicht und einfach zu wenig. Dann wieder die Basler. Mit Esposito. Cabral. Males, der für Zegrova gekommen. Males wird von Klischi zu Fall gebracht. Und das gibt 11 Meter. Klare Sache. Diesmal tritt nicht Cabral an, sondern Esposito. 60. Minute. Keck. 4:0. Basler Party mundet auch dem Herrn Degen auf der Tribüne. Basel will einfach nicht aufhören mit diesem flotten Kombinationsspiel. Das ist Stocker. Abschluss, Apralla, Abstauber, 5:0, Arthur Cabral. Mit seinem 4. Treffer an diesem Nachmittag. Bombe. Ansprechend übrigens auch die Darbietung von Kasami, der wenig später den Ball von Esposito erhält und hier an dem Pfosten schießt.
halb so wild. Dann tatsächlich mal wieder Servette. Die Basler etwas gar passiv. Ball bei Kjei, frei lässt ihn einigermaßen gewähren. Anschlusstreffer, 74. Minute. Ein kleiner Basler Schönheitsfehler an diesem ansonsten mehr als wohligen Fußballnachmittag. Ja, am Dusche kein guter Tag. Das kann jedem mal passieren. Aber ich habe mich gerade wieder fokussiert auf den Match heute, auf den Sonntag. Ich bin genug Profi, ich kann das gut verkraften. Und ich denke, das ist mir heute sehr gut gelungen. Und von dem her bin ich sehr zufrieden, dass wir heute auch gewonnen haben und dass wir weiterhin den Anschluss noch weiterführen können. 5:1 Triumph, 6. Sieg im 6. Pflichtspiel. Heile Basler Fußballwelt.